Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Format, und zwar zu den Scrap Challenges. Hier unten seht ihr schon Nico und Leon stehen. Hallo. Die werden sich hier gleich in dieser Arena battlen. Und ja, sie haben, wie gesagt, gleich 40 Minuten Bauzeit, ein Fahrzeug zu bauen. Und zwar mit folgenden Vorgaben. Kommt mal hier einmal mit, bitte. Wohin denn da? Oje. Hast du schief, in den Busch rein. So, ich habe hier nämlich eine schöne Plattform vorbereitet. Ach du heiliger Bimbam. So, die erste Challenge wird sein, euer Fahrzeug darf maximal so groß sein wie diese Platte. Das heißt, keine Räder, gar nichts darf da drüber ragen. Das ist einfach eine Form von 16x16, das heißt einmal die maximale Größe. Ich sehe es, ja. Das heißt, ich habe hier, bloß mal als Beispiel, kann ich das euch ja mal kurz zeigen. Das guckt aber drüber. Ja. Das guckt aber ja, drüber raus. Schlecht vorne. Gespawnt. Schlecht, ja, das gespawnt, ist schlecht gespawnt. Ja, genau. Aber das wäre. Genau. Wie ihr jetzt schon seht, hier die Reifen stehen schon krumm. Es geht um den gespawnten Zustand. Das heißt, wenn ihr irgendwie lenkt und die ragen dann darüber raus, ist es egal. Wenn ihr irgendwelche ausfahrbaren Sachen habt, ist es egal. Es muss in dem gespawnten Zustand, muss es auf diese Platte hier passen. Das ist okay. So, also das heißt, es sind erlaubt 4 Reifen, 4 Schubdüsen und eigentlich so viele Steuereinheiten, wie ihr möchtet. Keine Stoßdämpfer, weil das führt zu Lecks. Genau. Alles Weitere erkläre ich dann auch euch nachher, wenn ich die zwei hier in die Bauphase schicke. Wie gesagt, die haben gleich 40 Minuten Zeit. Das ist jetzt, da es die erste Folge ist, gebe ich den beiden jetzt mal 40 Minuten. Und da die ja dann auch immer erfahrener werden, werden wir die Zeit dann auch irgendwann mal runtersetzen oder ein bisschen individueller machen. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, Nico geht mal irgendwie in die Richtung hinter den Hügel oder so. Und Leon ich geht, lauf schon. Keine Ahnung, in die andere Richtung. Also, wir haben hier eine Arena. Die habe ich aufgestellt, die müsste etwa quadratisch sein. Ich habe mir hier so einen kleinen Laufsteg hier oben drüber gemacht, dass ich hier alles von oben beobachten kann. Und wie gesagt, die Vorgabe ist ja, in dem gespawnten Zustand darf das Fahrzeug nicht größer sein wie diese 16x16 Fläche. Ja, wir haben, ich dachte einfach mal, es ist lustig, vor allem weil ich den Baum auch hier nicht rauskriege aus der Arena. Vielleicht werden wir die Arena dann auch irgendwann mal noch umziehen. Es ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen eine Challenge hier wegen dem Baum, weil kann man ja teilweise ja auch nicht sehen. Wir haben auch hier die Markierung, das heißt, wenn man sich irgendwie aufbocken kann, dann kann man natürlich, die Chance verringern, dass man irgendwie rausgeschoben wird. Und man hat sozusagen die Arena verlassen, wenn das komplette Fahrzeug, also wirklich komplett alles, auch wenn es nur der letzte Block ist, wenn der über der Umrandung hinaus ist und gleichzeitig auch das Fahrzeug den Boden berührt. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie fliegen können, sage ich jetzt mal, und die irgendwo dort hinten im Himmel sind und den Boden halt noch nicht berühren, ja okay, dann ist es eigentlich klar, aber prinzipiell könnte man sozusagen über das Ausfliegen und dann irgendwie Glück haben und über die Schubdüsen wieder reinkommen, das ist natürlich erlaubt. So. Hey, servus. Ja, hallöchen. Grüß dich. Hallo. Ja. Was hast denn du? Was hast denn du da geplant? Aha. Ich hab mir gedacht, so eine Begrenzung, 16x16, breite Länge, so, ja. Schon ein bisschen eng umzubauen und dann ist mir einfach eingefallen, ich bau vertikal. Mein Fahrzeug wird einfach aufrecht stehen und dann gucke ich mal weiter. Okay. Nach oben hin gab es keine Begrenzung. Nö, nach oben gibt es ja gut. Nichts davon gehört. Ja gut, die Begrenzung ist, wenn du aufgepasst hast, ist natürlich der Übergang. Da solltest du schon unten durchpassen, sage ich jetzt mal. Ja gut, meinst du das Ding da hinten, die Brücke? Genau. Ja gut. Ja, ich kann dir tatsächlich gar nicht mal sagen, wie hoch die tatsächlich ist, weil ich habe die einfach mal so gebaut. Also boah, das ist natürlich das die Höhenbegrenzung. Aber das ist natürlich eine sehr interessante Methode, weil man könnte schon einiges, sag ich mal, auf die Fläche bringen. Deshalb habe ich sie ja extra so groß gelassen.
aber wenn ich sag ja nicht, dass mein Fahrzeug im normalen Zustand, sag ich mal, hochgeklappt ist. Es soll ja beim Spawn soll's im Bereich passen. Aha. Und mir fällt gerade auf, ich habe oben und unten verdreht. Oh Mann, ey. Ja gut, es fängt ja schon mal gut an, ja. Aber man, so könnte man da natürlich auch fahren. Wenn du das hier als Open nimmst und so. Why not? Also das hier unten wäre jetzt quasi hinten gewesen, wo ich jetzt keine Lenkung drauf habe. Ja. Und aktuell ist es 14 breit mit den Reifen, also passt es auch. Habe ich nachgemessen. Genau. Es hat auf jeder Seite einen Block quasi noch Luft. Oh ja, ja, ich sehe es. Oh. Die ich oben, fällt mir gerade auf, brauche, aber das ist genau 16. Okay, na gut, dann bin ich ja mal gespannt. Ich auch, ich habe nämlich absolut keinen Plan, wie das wird. Ja gut, das Ding ist halt auch... Ja, okay, habe ich mich vielleicht... Okay, das nützt jetzt natürlich aus, weil das habe ich jetzt natürlich nicht richtig gesagt, weil ich dachte beim... Ja gut, das ist jetzt halt mein Fehler. Weil ich dachte halt, spawnen heißt halt hier draufsetzen und dann das wegmachen. Wenn dein Fahrzeug dann so steht, dann okay. Wie meinst du wegmachen? Ach so, dass man... Genau, wenn ich jetzt... Wenn du jetzt die Hebebühne wegmachen würdest. Ja, die Hebebühne wegmachst, so. Dann soll stehen bleiben. Also wenn du dir da irgendeine Vorrichtung bauen kannst, dass das Ding wirklich steht, dann okay. Okay, ja. Ich lass mir was einfallen. Ja. Dann gucke ich mal schnell zu Leon rüber, nicht, dass er sowas ähnliches geplant hat. Ja. Ach was. Gut, also bis später. Ja, bis später. Also lustig werden, habe ich jetzt schon einen Eindruck. Da sind wir beim Leon. Du hast nicht ernsthaft ein Radio dran gebaut, oder? Was habe ich? Du hast nicht ernsthaft ein Radio in deinem Vehikel drin, oder? Ja, na logisch. Gott. So. Gut, okay. Das ist hier deine Grundkonstruktion, oder wie? Prinzipiell bin ich fertig. Ich brauche jetzt gerade nur noch wirklich Deko. Weil ich nicht weiß, dass ich in alle 30 Minuten lang anfangen soll. Ich überlege mir schon, ein Haus hier hinzustellen. Ja, gut. Wir sind doch gut Zeit. Na gut, du kannst ja auch Schubdüsen und so weiter einbauen, weil wie gesagt, Stimmt. Du musst ihn Motoren raus. Dürfen wir? Motoren gibt's aktuell keine Grenze. Es gab nur die Grenze 4 Räder, 4 Schubdüsen und halt die Größe. Und keine, keine Stoßdämpfer. Das ist das kleines Problem. So. Boah, ich schmeiß gleich das Radio um die Ohren, ey. Ich höre, das ist bei mir so leise. Ja, ich höre leider klar und deutlich, ey. So, ich hab's weggemacht. Dankeschön. Aber ich sag jetzt nur mal so, vielleicht auch an ein paar Einrichtungen denken, falls du auf dem Kopf fliegst oder so, weil... Haben wir auch ein Limit in die Höhe? Tatsächlich nicht, nein. Okay, easy. Ja gut, das habe ich Nico auch schon gesagt, es gibt ein Höhenlimit, ja, und zwar das ist die Brücke, okay, wo ja, ich draufstehe. Solange du draufstehst, ja. Genau. Aber wie gesagt, ich würde vielleicht noch an ein paar Einrichtungen denken. Just in case, ich weiß nicht, was. Genau. Oder du kannst ja auch einfach Reifen oben auf dem Dach nochmal machen. Kann man ja auch machen. Ja, ich gucke, was ich machen werde. Das ist auf jeden Fall eine sehr solide Holzkonstruktion. Ja, aber Holz wiegt nicht viel. Ja, das ist richtig. Dann braucht man nicht so viel Energie. Mal gucken, wie das Ding fährt. Ja, natürlich. Probefahrt. Ich hätte direkt einen Driftcard bauen können, eher. So wie das fährt. Oh Gott, oh Gott. Ja gut, guck, jetzt liegst du auf dem Kopf, jetzt hast du schon verschissen. Rein hypothetisch, ja. Genau. Also auch nochmal für euch, man ist sozusagen aus der Arena geschoben, wenn man... Geschoben, wenn jegliches Bauteil über dieser Holzumrandung drüber ist. Guck mal, also, ich hab's mir ganz schlau gemacht. Ich habe mir nämlich extra hier drin eine extra Steinkonstruktion gemacht von der Größe her. Wo ich sehe,
Hier drin, dieser Steinkasten ist 16x16. Alter, what the fuck. Nico hat einfach nur diese 16x16-Platte auf dem Boden platziert. Ja, ich hab mal gesagt, ich baue mir nur fast ein Haus, weil ich nicht lange genug Zeit dafür habe. Ja, gut, du wirst ja bestimmt hier öfters an diesem Bauplatz sein, also kannst du ja auch ruhig schnuckelig hier einrichten. Ja, ne? Kann mir keiner verbieten, ne? Aber wie gesagt, dein Fahrzeug ist, glaube ich, noch etwas... Ja, es ist noch etwas tüftelwürdig. Genau. Rom wird auch nicht in einem Tag gebaut. Das ist natürlich richtig, klar. Jetzt baust du das wieder alles ab, weil jetzt hast du ja deine Größe. Na, ich will jetzt eigentlich nur zeigen, dass ich hier drunter mir tatsächlich Augenblick, eine Platte einfach gebaut habe aus Stein. Ah, mit 16x16. Genau. Ah. Und in der Mitte habe ich, damit ich auch immer mittig setze, mir extra Holz gesetzt. Das so habe ich wirklich die exakten Maße. Das ist mega schlau. Weil sonst sehe ich auch, wenn ich wirklich immer in der Mitte spawne. Ja, klar, weil sonst denkst du irgendwann, scheiße, wo sind da die Mitte? Sonst habe ich da auch mal in einer Ecke stehen, so ungefähr. So. Hey, na. So, gut, na dann viel Spaß noch beim Optimieren. Habe ich ja, wie du siehst. So. Ja, also ich muss sagen, dass Leon jetzt schon fertig ist, schockiert mich ein wenig. Ja, das ist halt eine Grundkonstruktion, wo man aber wahrscheinlich auch recht schnell gegen Nico verlieren wird, denke ich, weil er wird auch so Sachen einbauen mit ja, entweder zum Umkippen oder vielleicht auch zum Greifen. Ich habe keine Ahnung, wir lassen uns mal überraschen. 26 Minuten haben sie auf jeden Fall noch. Also wir haben schon 15 Minuten Bauzeit vorbei. Ich spickel jetzt einfach mal schnell, ohne in den Channel zu gehen. Ah, okay, er hat es jetzt einfach nur da stehen. Aha, okay. Und baut jetzt sozusagen waagerecht weiter. Ah, ich glaube, ich sehe schon, er hat zwei Stützen gebaut. Damit das Ding auch wirklich beim Spawnen dann steht. Aber ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich bin sehr gespannt. So, 25 Minuten. Ja. Ja, gut. Aber wir sehen auch, also wenn ich es richtig gesehen habe, haben beide auch nur eine Vorderradlenkung. Servus. Ja. Ich soll nicht alle zwei Minuten schreiben. Habe ich halt jede halbe Minute geschrieben. Wow. So. Also ich weiß nicht, du hast ihn ja bestimmt schon gesehen da oben. Ich habe dir ein bisschen ich hab dir ein bisschen zugeschaut, als du gerade hier die Fast-Test gemacht hast. Ihr habt nichts gesehen, ne? Oh, okay. Ja, Leon war erstmal richtig cool. Ich komme an und sagt, ja, ich bin fertig. Hat er was gespawnt oder wie? Nee. Also es ist doch wirklich. Das ist gebaut, aber ja. Ich sag mal so. Er hat dann eine Probefahrt gemacht und nach 2 Sekunden lag er auf dem Kopf. Also ich finde, dafür, dass mein Ding so hoch ist. Bleibt echt gut auf dem Boden. Ich hätte gedacht, das wird er umschmeißen. Hm. Aber es fährt sich doch ganz okay. Jetzt noch ein paar Extras dazu machen. Ich habe ja auch, also wenn ich das neu spawne, dann. Okay, jetzt hier ist natürlich der Boden krumm. Hier jetzt vielleicht, ne? Doch, guck, es bleibt stehen. Und wenn ich einsteige, steht es auch noch. Mhm. Und dann, wenn es losgeht. wird ausgeklappt. Ja, okay. Und gut ist. Genau, aber das Ding ist ja, du musst dann sozusagen nachher beim Battle, wenn es auch losgeht, musst du so senkrecht, so hoch kann stehen, genau. Bis halt die Tröte kommt. Ja. Ja. Aber interessant auf jeden Fall. Ja. Gut, es hat mir zwar jetzt wahrscheinlich platztechnisch gar nichts gemacht, weil ich bis jetzt noch nichts auf meinem Fahrzeug habe, aber ich wollte die Funktionalität haben, dass ich es umschmeiß und dann weiter gucke. Natürlich, wieso auch nicht? Ja? Wenn man es haben möchte, dann möchte man es haben. Das brauchst du mir nicht sagen. Ich kenne das.
So, jetzt noch schaltbar, weil ich finde, das sieht sogar recht geil aus, wenn man das quasi so als ausgeklappt ist. Das sieht irgendwie, könnte fast wie so von so einem Sportswagen sein oder so. Sportswagen. Ja. Mhm. Wie war das? 4 Reifen, 4 Schubdrüsen? Genau. Schubdüsen. Schubdüsen, ohne Drüsen. Schubdrüsen. Nein, Schubdüsen. Ja. Und halt keine Federung. Ja, das passt. Aber, ja, genau. Aber interessant, eigentlich fast schon 2 komplett verschiedene Herangehensweisen. Ja, ansonsten erkläre ich es jetzt nochmal. Ja gut, ich bin mal wieder weg. Hi. Auf jeden Fall sehr interessant, was der Nico da bastelt. Auch seine Konstruktion, dass er sich dann, also dass er ja erstmal senkrecht steht und sich dann erstmal umschmeißen muss. Aber wie er selber sagt, er hat es jetzt halt gemacht, damit es halt hat. Ja. Was ich vielleicht vergessen habe, jeder hat nachher 3 Leben. Und wer natürlich auf 0 runter ist, ist raus. Ist natürlich klar. Im besten Fall sehen wir also 5 Matches heute noch. Das wäre natürlich top, aber vielleicht sehen wir auch ja nur 3, weil ein Fahrzeug dominiert. Wir werden es sehen. Aha, gerade eben habe ich den Zuschauern erzählt, ob du noch so einen Überrollkäfig machen willst, aber wenn du... Übrigens, du hast übrigens Mods installiert, das ist ein super schwerer Block. Der wird mir ziemlich helfen, weil ich jetzt einfach so viel Power wie möglich in mein Auto reinpappe. Ja. Und dadurch will ich meinen Balance nach vorne oder nach hinten packen, sodass ich nicht ein Wheelie mache, wenn ich starte. Weißt du, was ich meine? Guck mal. Weil du hast auch Motor, 1x1 Block Motor, die habe ich auch eingebaut. Guck mal. Ich mache kein Wheelie. Ja. Ja, sein geht aber Stock und Stein natürlich. Das ist das andere. So. Ja gut, die Mods sind natürlich mit drin, das ist klar, aber die sind ja da für jeden. Genau, das Problem ist nur, Rückwärtsfahren ist ein bisschen schwer mit dem Ding, aber da stand ja nirgendwo drin, bisher zum Glück. Nö, es ist, wie gesagt, du darfst ja auch so viele Motoren verwenden, wie du willst. Genau, ich mach's dann so, jedes Rad, für jedes Rad ein Motor gut ist. Und ja, ich baue gerade eine Tür hier ein, lass mich in Frieden. Wo? Ach lol, cool. wenn man schon mal dabei ist, kann man eine Tür einbauen. Du, klein und kompakt, ja? Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt die erste Runde. Wir werden jetzt mal gucken, wie die erste Runde so geht. Und dann können wir ja gucken, was wir das nächste Mal hinzunehmen, verbieten und so weiter. Das ist ja sozusagen so jetzt die erste Testrunde. So. Aber das ist Leons Auto. Er baut jetzt gerade einen Überrollkäfig. Ein Rollkäfig oben vielmehr. Das trifft ja. Ja, okay, oder so. Ein If-Überrollkäfig vielmehr. Vielleicht mal als Programm. Ich bin zwar kein Programmierer, aber. Ja, okay. So. Schubdüse, Mikroschubdüse, einmal eins. Wie sehen die denn aus? Klar. Okay, interessant. Wenn ich schon dabei bin, packe ich mir die da drin. So. Also 4 Stück dürfen wir, ja? Gut, ja, 4 Stück, noch. Ja. Soll ich nur den Motor, damit ich in mein Fahrzeug reinkomme, weil langsam wird es eng. 4. Ach so, halt. Hehe. Moment, ich habe gesagt 4 Reifen und 4 Schubdüsen. Dann habe ich eine andere Idee, warte mal eben. Dann keine Reifen, dann mach was anders. Lass mich in Frieden, ich habe eine Idee. Bei Bearings dürfen wir unendlich nutzen. Also von daher, guck mal, mache ich das so. Ich schreib's bloß nur mal kurz für Nico. Ja, ja. Guck mal. Siehst du, was ich vorhabe? Oh Gott. Es wird nicht rundlaufen, aber es wird funktionieren, okay? It ain't stupid if it works. Hoppala. Versuch's nur, wenn es works. So, fertig. Scheiße. Ja, und das auch nur für den Notfall, das funktioniert, okay? Ja, okay. Musst du vielleicht noch eine Einrichtung bauen, um dich automatisch mal nachher auf den Kopf zu stellen, ob du damit fahren kannst? Ich fahre einfach rückwärts, dann mache ich so, dreh mich sowieso um, aber ich will unten. Oh,
Schön. Das Auto ist 10.000 IQ gebaut, okay? Mhm. Alles durchtüftelt bis ins Gehtnimmer. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ja. Gut. Also ich gehe mal kurz rüber zu Nico, ob der das auch gemacht hat mit den vier Reifen. Ich fühle mich sehr beleidigt. Du bist mehr bei Nico als bei mir. Nein. Scheint mir zumindest so. Also ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die Zeit im Flug vergeht. Das ist richtig. Du hast noch 10 Minuten. Ja. Ich war jetzt gerade 10 Minuten bei dir. So lange war ich bei noch keinem. Du weißt, wann ich Halbzeit geschrieben habe? Vor 10 Minuten? Vorgefühlt vielleicht 2. Das, ich kann dich nicht riechen. Also 10 Minuten, besser gesagt 11 Minuten hast du noch. Warten jetzt. 11. Ab okay, jetzt. Gut. Also ich gehe kurz rüber zu Nico und dann komme ich nochmal kurz vor Ende zu dir. Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge. Man denkt es kaum. Auch selbst für mich jetzt hier als Moderator. Mir kommt es nicht vor, als ob das jetzt schon 40 Minuten sind. Oder besser gesagt 30. So. Hallo, Nico. Hallo. Falls du dich wunderst, warum ich das in den Chat reingeschrieben habe. Leon hat verkackt. Ja, Leon hat 8 Reifen gebaut gehabt. Ja, gut. Und ja, gut, mir ist dann selber aber erstmal wieder eingefallen. Was gibt das? Einfach nicht hinterfragen. Gibt es einen Clown? Ja, genau, ich baue einen Clown. Da muss ich eigentlich gerade nochmal gucken. Okay, das passt. Hä? Passt das? Ja, der eine geht halt nur weiter wie der andere. Ah, der andere hat dann einen Block mehr. Da ist die... Okay. Da ist dieser Block zu viel. Aha, okay. Interessant. Du stellst ja nachher vor, was dein Auto darstellen soll. Denke ich mal, oder? Ja, I guess. Ja, ja. Weil, wie viel Zeit ist noch? Das wäre jetzt so die Fangfrage gerade. 9 Minuten. Oh je. Ja. Okay. Also Leon war gerade auch etwas überrascht. Es waren doch gerade noch 20 Minuten, ey. Ich weiß, es sind ungelogen noch 9. 9, 8 Minuten 55. Ja, verpiss dich. Du setzt mich nur unter Zeitdruck. Auf jeden Fall, ich guck mal auch mal bei dir schnell. Oh, das ist ein bisschen komplizierter als bei Leon. Wie komplizierter das? Da ist jetzt echt keine große Kunst drin. Nee, ich weiß, dass es keine große Kunst ist, aber es ist etwas komplizierter bei Leon. Mehr sage ich nicht. Ah, es ist komplizierter bei Leon. Nein, es ich ist hätte... komplizierter als bei als Leon. Als bei Leon, okay. So, das fährt das aus. Ja, gut, das macht er alles klar. Ich echt. Hat der einfach einen fucking Minecraft-Block da gebaut und was? Das ist einfach nicht bewegt. Ich bin mal gespannt, was da kommt, ey. Ja. Gut. Ich hab... Bis gleich. Was wird das? Was ist nicht? Vor allem mit der Moment roten... Mal. Vor allem mit der roten vielleicht, Nase. Vielleicht... Moment, vielleicht... Sieht man so besser. Okay, es sieht wirklich echt scheiße aus. Das sollte eine Art Rakete werden, die in die Luft geht. Oh. Mit den Schubdrüsen. Oh. Schubdrüsen! Ohne Drüsen. Alter. Die Schubdrüsen. Die guten alten Schubdrüsen. Wie gesagt, deswegen so in weiß, weil ja. Das so ein bisschen Rakete. Wie gesagt, nachher nicht vergessen zu speichern. Ei. Aber es ist eindeutig in der Begrenzung, also von dem her. Genau. Wie gesagt, aber nicht vergessen, nicht vergessen zu speichern. Jo. Gut, dann lasse ich dich mal nochmal kurz allein. Juli, kannst du mich aufsammeln? Nee. Guck mal, wo ich bin. What?
Wie kommst du da hin? Bist du mit deinem Fahrzeug dort? So. Servus. Hallo, oh, ja? Leon hat es so einen Abflug gemacht. Sau, so. Sau geil. Alles aus dem Inventar rauslegen, I guess. Einfach nur, damit man... Ja, ich versuche bei mir zu euch zu kommen. Damit man nicht aus Versehen... Was machst du da? Ich sehe deinen Namen nur rumfliegen. Kann ich den zu mir teleportieren? Nee, leider nicht. Ich will muss meinen Weg irgendwie zu dir kriegen. Als ich glaube, ich baue mir ein Auto, um zu dir zu kommen. Ich bin da. Alles gut. Ja. Was du? Kanne. Hey, servus. So, also. Moin. Ich glaube. Okay. So, also. Jo, passt. Hinten und vorne passt? Vorne passt doch nicht. Ja, ja. Ich guck doch. Ah, nee, stimmt. Steht ein Block rein und hier steht ein Block raus. Ja, passt. Das passt. Da, du hast sogar einen Block Luftspielraum. Und seitlich hat er eh viel zu viel Luft. So. Nehme ich dich mal wieder hier runter. So. Hi. Und wag wieder. Ich bin Nico einmal. Stimmt, ich brauch erstmal eine Hebebühne. So. Ja. So. Jawohl. Zur Abmessung. Jawohl. Jawohl. Dann noch. Ja, da ist eh Luft. Nee, alles gut. Passt auch easy hier drauf. Gut. Also Maßkontrolle bestanden. Das ist ja schon mal gut. Also, das Fahrzeug vom Gegner muss komplett über die hölzerne Umrandung hinaus sein und den Boden berühren. In dem Fall ist es ja im Grunde egal, weil ihr könnt ja nicht fliegen. Ihr könnt halb fliegen. Leider ja. Sobald ihr halt, sage ich jetzt mal, sobald es absehbar ist, dass ihr die Arena nicht mehr reicht, ist sozusagen ein Leben vorbei. Ihr habt beide drei Leben und wer natürlich auf null runter ist, hat verloren. Das heißt, im besten Fall sehen wir jetzt hier gleich 5 Matches. Und im schlimmsten Fall sehen wir halt 3. Aber ja. ihr habt alles verstanden. Ich habe übrigens noch gar nicht kontrolliert. Ich habe gar nicht kontrolliert. Du hast 4 Reifen und 2 Motoren. Du hast 4 Reifen und 8 Motoren. 4 Motoren. 8 Motoren, aber 4 Schubdüsen. Du hast nichts. Ach ja, stimmt. Motoren. Nico hat 2 Schubdüsen. Ja, stimmt. Sorry, ich habe nichts mit Motoren. Ich bin ein bisschen verwirrt. Alles gut. Ich habe ja nur Räder und Schubdüsen begrenzt. Gut. Also, beide Parteien bereit? Leider ja. Ja. Gut, dann 3, 2, 1 und los geht's. Oh, fuck. Hallo, wie geht's? Okay. Guten Tag. Oh Gott. Servus. Ja, komm, ich bin drüber. Okay, Leon ist raus. Leon ist raus. Und ich krieg's hin, auf der vorderen Spitze stehen zu bleiben, ne? Schon gut. Nico hat einfach mal kurz die Rakete umgedreht. Ja. Ich bin halt ein bisschen schwerer vorne als hinten. Oh Gott, man Leon. Was man sieht, wenn ich versuche rückwärts. Yes. Du weißt, dass man die Schubdrüsen auch Schubdrüsen, Alter. Ich hab's heute mit den Schubdüsen. Dass man die Schubdüsen auch einstellen kann. Oder? Nico, da du ja einen Senkrechtstart machst, musst du leider nochmal aussteigen und dein Fahrzeug spielen. Ah, okay. Lol. Okay. Warum bist du so hoch? Ich hast du so hoch katapultiert? Ich schäb ab. Ja, Leon. Ja, guck ich ja nicht in die Richtung. Ja, alles gut. Warum nicht? So, Leon ist im Fahrersitz und ist bereit? Nein, nicht ganz. Ich muss einfach etwas umdrehen. Hier wird aber das Fahrzeug nicht grundlegend umgebaut. Nein, gar nicht. Ich seh's von hier. Ich beobachte das. Ich ändere gerade mein Gimmick. Lass mich in Frieden. Ja, Gimmicks sind auch in den 40 Minuten einberechnet. Aber er hat nur die Schubdüsen geändert.
So, ich bin wenn so ich es richtig, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, auch. Und ich habe geändert, dass meine Tür sich nicht öffnet, sobald ich Gas gebe. Ja, okay, das hat nichts damit zu tun. Der hat so eine Tür eingebaut, die an den Motor dranhängt, weißt du? Lol, warum? Ich weiß es nicht. Okay, okay. Ihr seid beide bereit? Ja, ich guck so ein bisschen in eine Richtung, aber. Leon? Ja, ja. Okay, dann 3, 2, 1. Hallo Nico, wie gehst du stets? Hi. Bin drauf. Jo. Well. Der hat einfach Angst vor meiner Rakete und geht schon freiwillig raus. Also machtlos wollte er nicht aufgeben. Oder wie war das? Kampflos. Er sieht aber irgendwie so ein bisschen danach aus. War nicht der Sinn, dass ich hier hinkomme? Wo habe ich jetzt gerade den Sinn genau andersrum gedreht? Nein, du sollst den anderen rausschieben. Sag das doch. Ich schieb mich selber raus. Finde ich gut. Leon, bitte geh wieder in die andere Ecke. Oh, ja, okay. Ich fahre rüber. Aua. Oder geh irgendwo hin. So. In die Schäbig-Ecke. Ja. Ja. Gut, also aktuell. Bleib stehen! Ja, ich versuch's. Nee, mein Fahrzeug. So, also aktueller Stand. Leon hat noch ein Leben, ist also damit kurz vor dem Aus. Nico hat noch alle drei. Leon. Alter, nee, überhaupt nicht. Ich dachte, wir sollen so schnell wie möglich ans andere Ende, deswegen habe ich die Motoren auf Vollgas getun. Gut, Leon ist bereit? Jetzt ja. Gut, also, Runde 3, wie gesagt, Leon ein Leben, Nico 2. Ja, weil ich jetzt das Spiel verstanden habe. Also, du musst Nico rausschieben. Ja, ich hab's kapiert. Gut, also 3, 2, 1, los geht's. Hallo Nico, wie geht's dir stets? Hi. Boah. Ui! Junge, was hat das für ein Angriff? Au, ja, fuck. Ja. Rausgekickt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Tschüss, Leon. Oh Gott. Oh Gott. Gut, damit gewinnt Nico die erste Runde von den Scrap-Battles. Irgendwie so, ja. Ja, genau. Scrap-Challenges, genau. Warum bist du zu weit unten? Ist da ein Loch? That's what she said. Ja, ein Riesenloch. Okay. Also, erste Runde von den Scrap-Challenges geht an Nico. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Leon hat einfach nur Scheiße gebaut. Ey, ich hab 8 Räder, okay? Ja. Und warum eigentlich? Ja, Überrollkäfig, weil er hat am Anfang oben auch Räder gebaut gehabt und habe ich gesagt, ey Leon, 4 Räder. Ah. Sehr gut. Aber Reifen ähnliche Sachen sind halt nicht verboten. Ja, gut. Okay, merke ich mir. Also, das war die erste Folge von den die Rakete kommt immer aus dem Loch raus. Das war die erste Folge von den Scrap Challenges. Wenn das euch gefallen hat, lasst doch uns das gerne wissen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.